Life is Strange 2 ist ein Spiel, in dem Schwerpunkte auf Spielentscheidungen liegt. Die Folgen an deinen Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum und deinen Bruder aus. Wähle mit Bedacht. Boah, das hat mich jetzt echt in der Nähe von Mount Rainier, Washington, 2 Tage später. Das hat mich jetzt echt, boah, umgehauen. Alter. Ich sagte ja, Leute, das Spiel hat wirklich einiges zu bieten. Und es lohnt sich, immer und immer weiter zu gucken. Auf jeden Fall jetzt 2 Tage später. Sie sind immer noch zu Fuß unterwegs. Oh man. No, man. We can't stop here. We gotta keep going. No pouting, okay? Come on. But my feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only 2. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being at home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on. Let's hit the trail. Seriously. Where's Dad? Oh man. Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. But I'm so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. Hey, at least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Oh yeah. Natürlich. Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked, like, maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, a Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. That's Wolfsrudel. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Huh? Like, you don't whine too? I don't whine. I tag your ass and run. You're it. No way. Not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie and I'm gonna eat you. Oh Mann. Ich glaube, der Kleine weiß gar nicht, was da richtig passiert ist. Und hat seine Maske verloren. Nochmal Life is Strange 2, Leute. Episode 1. Straßen?
What's that sign? Are we there yet? Dude, stop. You know what? You're not allowed to say that. Ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Listen, this looks like a perfect place to camp out. So. I bet we're not the first people to stay the night. Yeah. It's creepy. There's nobody out here. Oh yeah. We didn't even see any cars. We're gonna camp here. I'll look out for you. Hör auf zu rennen, wenn ich auch renne. Na, Spaß. Ja, ja, also, wie gesagt, Leute, daran zeigt sich halt manchmal. Oh, was? Ich wollte doch gerade reden, Mann. Von Auto. Kann er fahren? Er ist 16, aber egal. Man, it's so dirty. Egal. A car out here? Hope the driver isn't around watching us. I see something. What do you find? Check it out. There's a chunky Choco Crisp bar on the dashboard. Yeah, I see it. You know I love Choco Crisp bars. I haven't had one in a million years. Yeah, right. More like 2 days ago. Come on. Can we please, please, please get one when we stop next? Please? Ja, das habe ich jetzt auch gedacht. Nehmen wir einfach den hier. Weißt du was? Wir klauen nicht mehr. I promise. Yeah. And you can wash it down with a frosty root beer later, okay? I'm starving. Just don't eat me. Kann er den jetzt immer noch holen? Schade. Das wäre es natürlich so. Oh, Karte. Das wäre sogar ehrlich gesagt wichtig. Now we can see where we are. Okay. Whew. There's a river nearby. A river? Are we gonna go swimming? No. Duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. Also, sie sind hier. Jones Springfart, Black Bear World. You are here. Wo bist du? Ja, da. Okay, okay, okay. Black Bear World. Alles klar. Moment. Poster besprechen. There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Should be fine. Ich schätze auch. Hoffe ich. I don't know. I guess they missed that car. What if the owners come after us? And they're hunters. You're too little to hunt. We're cool. Ich schätze, dass es passieren könnte bestimmt, dass jetzt, wenn es wirklich ernst gemeint ist, dass hier wirklich Bären rumlaufen könnten. Oh, Wegmarkierung. Dass hier wirklich Bären rumlaufen könnten, weil ja auch hier ein Sturm gewütet hatte und wahrscheinlich die Zäune zerrissen hatte. Oh man, I'm so... Daniel, gönn dir. Daniel, check out this mark on the tree. What is that? Graffiti? Not exactly. It's called a trailblaze, and people used to put them up to give directions. Like GPS? Yeah, sure. Just slightly more ancient. Awesome! Let's follow it. Meinst du? Na gut, okay. If only Dad was here. Oh yeah. Stop thinking about that. Get over yourself. Naja. Es wäre bestimmt besser. How? No reception in this shithole. Ja, stimmt, wenn er das jetzt macht, wissen sie wahrscheinlich, wo sie sind dann natürlich. Like anybody's gonna pay in the middle of nowhere. 3 Euro pro Pflanzen. Jo. Alles klar, komm mit Daniel. Wir gehen da mal. Da, 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 da. Toilette! Alter, gerade mal richtig.
Okay, dude. You have to use the bathroom? No. It smells real bad. No shit. Seriously? You better go now. I don't have to go. Jeez. Can't I just pee on a tree? As long as you don't mind the poison ivy on your balls. Well, maybe I'll go. But don't let me get stuck in there. Don't worry. I'll call the forest plumbers if you fall in. Yeah. Halt doch die Tür zu. Nein, Spaß, alles klar. So gross. These are worse than the ones at school. Especially after you use it. Ich will da nicht reinsehen. Man, people don't even read the signs. Oh ja, muss diese jetzt keine. Ja, wenn Sie keine Flaschen, bitte respektieren Sie den Park und hinterlassen Sie alles sauber. Vielen Dank. Ja, sauber ist ein bisschen anders, glaube ich. It's too quiet. Zu still, meinst du? Ich fühle mich ehrlich gesagt auch ein bisschen beobachtet. Ja, was denn? Look how big these trees are. That's only because they need the sun. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? Dann hast du Pech gehabt. What if they attack us? Aren't you Mr. Minecraft? Yeah? I thought you loved the forest. I watched you build giant cities out of logs. I did. I built the biggest cities oh, ever. Oh ja, dann mach das doch hier auch. Ooh. I can use my axe to chop up some wood. Then we can build a secret base. Well, sounds like you're ready for the woods. Lead the way. Genau, hau rein. Ich guck mich noch ein bisschen um. Dad always knew exactly where to go. He was a living compass. Whoa. Was denn? That place is huge. Yeah, it's kind of cool. Ja. Da hinten ist eine Bank. I don't think Daniel understands what's going on. Nee. Where are we going? The river must be a bit further. Bären. We don't have much. This is better than no- We don't have much. This is better than nothing. Ja, aber sind die Bären denn... The river must be a bit further. Ach komm. Jetzt so giftig. Eskaliert! Und der Kleine kriegt nichts? Ja, eben, ich wollte gerade sagen. I can't tell him. Dude, I found some berries. Come get some. Coming. Gönn dir, kleiner Mann. Mach's gut. Tschüss! Nein. They're not bad. Na, dann ist gleich noch ein kommen. Ja, guck, jetzt gönnt er sie. Guck! Oh, oh, der war wohl nix, ne? Naja. Picnic Area. Lass doch hin. Eichhörnchen. Das kann man essen. Nein. Survival. So, Mann, wenn ich eine. Was? Was war eine Holzachse? Ja, ja, genau. Ich weiß es. Hättest du das auch gedacht. So, was haben wir hier? We don't have much. Sagt er das zu jeder Beere? This is better than nothing. Ja, aber. Mmm, delicious. Okay, anscheinend ist sie die Beeren gut. Dann ist ja gut. Oh Mann, oh Mann. Jetzt macht das schon wieder. Oh, schon wieder verkackt, Junge. Was ist los mit dir? Schnitzerei. Oh. I'll leave that to the zombies. Alles klar. Katzenfut. Sag, oh, ich dachte schon, der will das essen, Alter. We're not that desperate. Ja, eben. Das wär's gewesen, ey. People write some stupid shit sometimes. Ah ja. This is stupid. Siehst du mal. Sag mal hier. Ein Taschentuch. Okay. Oh, Bären. Ich will immer... Fucking cellphone? I could only Google those. Stimmt. Mist. 40 Euro. Guck dir das mal an, ey. Hatten wir nicht... Moment, stopp. Das Geld stimmt doch gar nicht. Oder hat er sich was gekauft?
Kann er das trinken? Nee. Alter. Als ob jetzt wirklich. Oh mein Gott. Hier, Schießerei in Südseattle. Ein Polizist wurde tot aufgefunden, zusammen mit der Leiche von Esteban Diaz, 45 Jahre, welcher anscheinend vom besagten Polizist erschossen wurde. Der einzige Zeuge, ein Teenager, wurde während des Vorfalls bewusstlos und ist weiterhin im Krankenhaus. Details zu diesem Fall bleiben unklar und die zwei Söhne von Diaz, Sean, 16, und Daniel, 9, werden zu Befragungszwecken gesucht. Die Polizei glaubt, dass... Das? Sie wahrscheinlich, ja. Ah, okay, das sieht man nicht mal. Oh Mann, oh Mann. Hätten wir nicht damit auch mal interagieren können mit dem Ding? Oh, warte mal, da stand eine Aufgabe. Finde einen Unterschlupf für nachts. Ist es schon bald nachts? Egal. Oh man. I'm so hungry. Oh shit, nein! Ich wollte gerade essen. Wollte gerade schon sagen, Alter, die sind rot. Friss die nicht. So. Oh. Ich glaube auch. Picnic and hiking site. Well, I bet nobody comes out here to picnic anymore. Well, that's good for us. Aber die Frage ist, warum? No camping? Don't worry. Nobody's gonna find us out here. Do not feed or disturb the animals? What? What kind of animals? Like bears? Or coyotes? Or... More like squirrels, rabbits, critters. Just don't bug them and they won't bug us. Mm-hmm. They're way more scared of us than we are of them. Unless they're angry or hungry. Okay, come on. Don't freak yourself out. Let's go. Genau. Bank. Oh, hi. Komm essen. I'm so tired. Feels like we're walking nowhere. How am I supposed to take care of us out here? I don't even know what happened back there. To that cop. Or Daniel. Oh shit, wer hat die Limo nehmen sollen? How can that be? Whoa. Oh. Look at that. Yeah. So cool. Never seen you get so jacked up over a nice view before. So? I've never seen anything like this. Never, ever! Yeah. I guess you haven't. I remember when... Dad... I wish Dad was here with us. Well, thanks. Not cooling off anymore? Yes, you're super cool. But... I just wish the family was together, at home. It'll be cool to watch a movie and get a pizza and eat ice cream. Dude, stop. Yeah, man. I told you we have to keep going. We'll see that later. Right now, it's just you and me, okay? Yeah, it's our park. We can do whatever we want. That's right. So, we better go build a secret base so we can hide out for the night. Are you ready? Yes! I can build anything! We just have to find some cool blocks around here. And be careful of creepers. Oh yeah, genau, die sind schlimm, die machen alles kaputt. Das wissen wir, Leute, das wissen wir, ja. Live in the woods. Ach ja, es ist immer wieder schön, sowas zu hören. Und diese Geschwisterliebe an sich, so... Daran zeigt sich der starke Zusammenhalt. Bei Krisen. Ich will ehrlich gesagt gerade gar nicht B drücken, wenn man sich das hier so anguckt. Denn der kleine Junge Daniel weiß wahrscheinlich noch nicht mehr genau, was mit seinem Vater jetzt passiert ist. Aber sein Bruder will es ihm noch nicht sagen, weil er wahrscheinlich dann sich weigern wird, weiter wegzulaufen. Oh Mann.
Okay, let's go. Gehen wir da jetzt runter? Ich schätze nicht. Hello, down there. Also wenn jetzt ein Bär geantwortet hätte oder ein anderer Mensch, ja? Dann hätten wir aber rennen müssen. Ooh, Sean. Let's play hide and seek. Nein. Bet you can't find me. Nee. No, not right now. We stick together. Das ist doch nicht schlau. You're no fun. Not today, I'm not. Eben. Sorry. Nicht hier im Wald, Alter. Nicht hier im Wald. So. How am I gonna tell him the truth? What does that one say? Oh, Daniel, come check this out. What? Oh. What? Be quiet. He'll take off. Ooh, raccoon. He's so cute. That raccoon will tear us apart. Let's go, bro. Ja, der hat keine Angst. Finde ich gut. Kumpel, bleib schön hier. Hey. Here, kitty, kitty. Nein. Aw, that raccoon must be starving. Ja, wir lassen ihn in Ruhe. Warte mal, wir wollten doch... Aber... was war das? Da kam so ein leises Zischen. Ja, ja, schon gesehen. That showed me how to read these when I was 8. Als er 8 war. Oh. Looks like a charged creeper was here. What? How could a vine do that? I do not want to get stuck out here. We gotta find a campsite. Well, läuft halt schon zurück. Ich habe einen anderen Weg. Komm mit, Junge. Bruder. Ooh, Sean. Was denn? I discovered a secret path. Ach so, ich dachte, du meinst den. Coming. Ja, ist ja gut. Alter, der schubst mich hier weg. Mann. I hope the animals out here aren't hungry. That's one big tree. Ach komm. Okay. Now it's your turn. Hop on down. I'll catch you. Komm, wir rennen mal ein bisschen. Bisschen Sport. Nobody is out here. Huh? It's October. Ja. People don't hike as much. So why are we? Because we can. We're badass warriors, dude. Cool. Oh, Vogelnest. Hey. Daniel. You hear that? Daniel? Ach, er ist jetzt hier einfach die Bären oder was? Und sagt mir noch nicht mal was. Ah, cool. Die sehen aber ein bisschen anders aus. Oh. Ich wollte es auch mal gemacht haben, ja. So, die isst man nicht. Oh, yeah. Ja. They're everywhere. Hab ich doch eben gesagt. At least they have a home. Come on. We're too big for a nest. Oh. Vorsprung. This is pretty high up. Ja, ich dachte es mir schon. I got you. Phew, thanks. You're welcome. So. Was ist denn das Rote da? Ist das... Ach, gruseliger. Ich wollte gerade schon sagen, was ist das denn? You see that?
looks like a clicker. Creepy. What the hell is that? I should have listened in biology class. Stop it. Das klang gerade richtig ekelhaft. Hat er diese Klicker nachgemacht? Hier aus, boah, wie heißt das nur? Oh, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Verdammt. LB? Alter! Sag mal. Dude, you struck out. That did not scare me. Liar, liar! I saw your face. That was, surprise. Maybe you scare me for like one second. I got you, I eat you. Don't mess with the zombie. Ist ja gut. Du Zombie. So, okay, er rennt halt schon wieder. Ich würde halt schon gerne mal ein bisschen mich noch umgucken. So, weil bei Live in. Hier kann man halt immer sich was angucken. Hier gibt's halt immer was. Was? Oh. Oh. Ooh. Looks like a cave. Glaubst du das gut? Kind of spooky. No. Actually, it's kind of perfect. Yeah. For what? For us, man. We're gonna stay in there? I don't know. Come on, Daniel. Look, this could be our secret base. We could fight off any skeletons or creepers with some good traps. Siehst du? Geht doch. In that case, we definitely need to get a fire going first, right? Genau. Right. Yes. So what do we need? Ja, Zeug für ein Feuer. Du beschützt das Lager. Nee, Zeug für ein Feuer. Wir lassen ihn nicht da rein. You know, shit to make a fire. Twigs, branches. Are you sure we can do this? Who can stop us? No. Ha. Na dann. Moment. Okay. Let's unpack. Finally. Glücklicherweise hat er auch die Decke dabei. Das war halt echt vorteilhaft. Und Wasser. Und was ist das? Ja, das haben wir doch gelesen eben gerade schon. So lächerlich. Coming. Er kennt sich anscheinend schon aus. Hey, oh. John, let's have a race. Whoever finds three logs is the winner. Cool? Okay. You're brave to challenge me. So let's auf do geht's. It. No way you're gonna beat me. Kann ich hier einfach einen rausreißen? Wie, keine Ahnung wer. Okay, drei Scheite, ja? Hier. Uno! Now this is perfect. Da, ey. Yes, here's number two. Ich kann den nicht nehmen. Ooh, Daniel is in it winning. Da, jetzt. Nice and dry. Oh, yeah. Ich habe auch einen. That's enough for a toasty fire.
Der Kleine hat gewonnen. Oh, nein! Er ist so schnell. Er ist so klein und flink. Hey, Sean, come here. Was denn? I win. It's over, Sean. All right. How much you got? It's all there. Yeah, okay. That should be enough for the night. See? Told you. I won. All right. We have a little time to explore before we light up the fire. Cool. I'll go check the river. Lass ihn bitte nicht. Man, this place is like our own giant camp. Ja. We should catch some fish for dinner. Ach ja. Kratzer. Hm? Shit, those are bear claws. Von einem Bären. I'm not gonna tell Daniel. Oh shit. Gotcha. No, I don't. You're like a fish magnet, bro. Hey, look at that one. It's huge. What? Where? Na komm. There. Ich musste das tun, tut mir leid, das ist halt so. Es war eine schöne Vorlage, ja. I've had enough nature for one day. Mal hinsetzen und zeichnen. Feels good to focus on something after all that shit. I should take a good look at the subject before drawing. Ach ne, als ob. Okay, got it. Echt jetzt, das geht halt echt so, boah, geil. Oh, guck mal, wir sind so künstlerisch begabt. Unfassbar. Okay, ja, Nein, das geht nicht. Ja, warte, konzentrieren das mal, ja. Genau so. I've looked enough. Genau. Time to draw now. Jetzt sollte es besser werden. Jawohl, da sieht man schon was Gutes. So. Ja, und sonst so? Müssen wir. Na, wir können noch weitermalen. Okay, dann gucken wir weiter. Ja. Ah, okay. Ich verstehe. Cool. I think I'm ready to draw this. Ja, natürlich bist du das. Ah ja, man sieht, das bildet, es fängt an, ja. Okay, allmählich habe ich eine Taktik. Einfach im Kreis bewegen. Ja, da links, da kann noch ein bisschen mehr Farbe rein. Ach. Geht schon, ne? Dad gave me the sketchbook. He was so fucking awesome. Pretty good. But I can add more details if I want. Ja. Weitere Details. Ne, ich denke, das passt. Skizzenhaft. Errungenschaft. Naja. So. Also, Daniel, ich schätze, ein Feuerwehr ist hey, ganz gut. Can we build a fire? Ja, ich habe gerade eben schon gesagt, Feuerwehr ganz gut.
All right, Inanno. We're cave people now. Time to make fire. Okay. Okay. Can I help? You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes. Dude, don't blow it out. Sorry. Sorry. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. Ja, ein richtiger Survival-Experte, du, dieser Daniel. Er ist 9 Jahre alt.